Show. Location Hammer, Fits Hammer. Was geht noch besser? Crazy. Sehr krass. Also, Kraftstoff, Diesel, eigentlich Full Diesel. Bro, dein Run war richtig gut. Wie lange habt ihr denn die Show im Voraus geplant und gab es irgendwie so besondere Hindernisse, mit denen ihr nicht gerechnet habt? Also Hindernisse gab es sehr, sehr viele und geplant. Also für uns war klar, dass wir eigentlich wieder eine Show machen wollen nach der letzten. Das Problem war, dass wir jetzt nur 4 Monate Zeit hatten von einer Saison zur nächsten, weil die Fashion Week in Berlin deutlich vorgezogen wurde, um die gleichzusetzen mit der Premium- und Sieg-Messe. Deswegen hatten wir super wenig Zeit, vor allem weil wir den Monat nach der letzten Show eher verwendet haben, um so die Teile der Show zu planen, ob wir es umsetzen wollen, um Sales zu machen, Linesheet, Großhandelskunden zu erreichen. Und dann haben wir, beziehungsweise vor allem Rosa als Kreativdirektorin, in 3 Monaten jetzt die Kollektion entwickelt, was super wenig Zeit ist. Also wir haben jetzt wahrscheinlich so 25 Looks circa und hätten theoretisch Teile für über 30. Das heißt, wir haben quasi 100 Kleidungsstücke, um das in 3 Monaten zu entwickeln, nähen zu lassen. Ist auf jeden Fall eine Ansage, vor allem, weil wir nur 2 Leute sind, plus nochmal 2,5 Praktikanten, more or less. Also war auf jeden Fall eine große Challenge, aber 3 Monate ungefähr. So, da hinten ist die Location. Let's get in. Knie-Stiefel, die Arme, dann noch eine kurze Shorts. Zusammen sieht das ungefähr so aus wie eine Hose. Dann habe ich hier noch ein kleines Sample und noch eine Mantel. Babes, I'm here. Also, Kraftstoff, Diesel, eigentlich Full Diesel, auch die Gürtel, beide. Dann die Schuhe noch von Misbehave. Dann haben wir hier noch ein paar Crazy Headsets. Brille und die Diesel-Backpack und ja, mein Freund Flo Kellner, gute Besserung und schöne Grüße. Quick review. The show. Location Hammer, Fits Hammer. Was geht noch besser? Crazy. Sehr krass. Ja, also mir hat am besten die Musik gefallen. Gell, die Beat-Auswahl war gestört. Ja, das ist crazy. Und dann dazu noch in Kombination die Location. Ja. So, das war einfach top-notch so. Und die Fits war halt typische SF4NOG-Fits. Hat super in die Linie gepasst und hat mir auch sehr gefallen, so alles drum und dran. Bro, dein Run war richtig gut. Fürs erste Mal richtig stabil. Ich habe richtig auf dich geachtet. Boah, danke schön. Wir meinten ja, ne? Ja, welche bist du schon so gelaufen? Von denen, die ihr jetzt alle kennt, vielleicht so Dior, Off-White, Rick Owens. Und bist du so zufrieden mit der ganzen Show, wie es gelaufen ist? Auf jeden Fall. Die Show war einfach mega. Guck mal, auch der Mantel, der dauerte 2 Monate zu machen. Das ist schon echt Masterpiece, wirklich. Ja. Und einfach die Show auch beendet. Auch eine Ehre, aus, oder? Na, wirklich, also ich hatte echt Glück gehabt. So. Das hat echt Spaß gemacht, mega. So, jetzt hier, Vogue Runway Shooting. Yeah. It was just interesting because, like, I think Americans especially tend to think of any Japanese designer as being like, my understanding of what Japan is automatically reflects on your work.
you can kind of say that many, let's say, Western people take it too serious. Yeah, because like he very much does not design for like trendy people that like kind of just want to like show up in like an awesome new outfit. Absolutely not. It's much more for like people who are very so in control of their own lives that they don't need any kind of approval from anybody on anything. He's the best interview like ever. Like he gives such good responses because his thing like where like somebody asked him about anti-fashion, he's like, I hate fashion. I hate this term anti-fashion. Yeah. Do we have the same nails? Oh, do we really? Oh yeah. Are yours? Oh, no. No shit. Look at this. Oh my god. Oh yeah, group photo. That's it. Leute, wie sich's gehört, zum Feierabend ein Monster und einfach matching Fingernägel dazu. Checkt ihr das? Shoutout nochmal an Anissa. Und ja, Leute, macht euch noch einen schönen Abend und haut rein.